Yo, und was geht? Herzlich willkommen hier wieder zu einem erneuten Pokémon Strahlender Diamant Video. Schön, dass du wieder da bist. Wir müssen den Karpados auf jeden Fall helfen, mal wieder ans Land zu kommen. Also die platschen mir hier zu sehr rum. Das halte ich nicht mehr aus. Ah, scheiß Team Galaktik. Also die müssen wir wirklich komplett zur Strecke bringen. Die sind ärgerlich. Die sind scheiße. Und sie ärgern einen nur. Deswegen müssen wir sie zurückschicken. Genau da, wo sie hergekommen sind. Du bist also stark. Na und, was kannst du wohl erreichen? Da bist du nur, die allein gegen Team Galaktik antritt. Es ist bereits eine weitere Gruppe von uns auf dem Weg zum See der Wahrheit. Der liegt da in der Nähe von diesem winzigen Zweiblattdorf. Ja, aus diesem winzigen Zweiblattdorf, da komme ich her, du kleiner Keck. Okay, ja, wie gehen wir denn jetzt hier weiter? Gegen wen muss ich kämpfen? Muss ich gegen den Boss kämpfen, um die Karpadors wieder an Land zu holen, ins Meer zu bringen? Nicht andersrum. Okay, wahrscheinlich müssen wir hier rein. Was machst du hier? Gehörst du zu diesen Nulpen, die dumm genug waren, sich für die Wache am Eingang einteilen zu lassen? Bah, ist ja auch egal, wer du bist. Das macht eh keinen Unterschied mehr. Denn jetzt brechen wir wirklich interessante Zeiten an. Alle legendären Pokémon werden in unsere Galaktikzentrale in Schleier gebracht. Ha, das wüsstest du. Das würdest du gerne haben wollen, wa? Kühnheitsgrotte. Ah, da ist er. Die Mission läuft wie ein Schnürchen. Da wird der Boss sehr froh sein. Alles für alle. Und das meiste für ein Team Galaktik. Dich kenne ich doch. Du bist das Kind, das sich in ewig genau in unser Gebäude eingeschlichen hat. Pah, Jupiter sollte sich schämen, dass du sich von einem Balg in die Knie zwingen lässt. Jeder, der sich Team Galaktik in den Weg stellt, muss die Konsequenzen zu spüren bekommen. Ja, sag mal her. Gegen deine Kollegen habe ich ja auch easy peasy den leichtesten Kampf gehabt. Jupiter und Saturn. Ach, Kadabra, oh Gott. Kadabra ist auch so das schlechteste Psycho-Pokémon, finde ich irgendwie. Ja gut, wir haben halt eine effektive Attacke. Aber ich glaube, haben wir gerade gar nicht. Aber das Babyfass, das könnte ohne Licht raushauen. Das ist, glaube ich, noch besser. Dann kriegt das Babyfass auch mal ein paar Level ab. Dann ist es nicht immer so weit unten. Na gut, Reflektor. Ja, okay. Ich habe zwar eine Unlichtattacke. Ich glaube, das sollte noch in Ordnung sein. Ja, der Regen macht mir nichts. Hä? Achso, doch, war richtig. Ja, klar, Knirscher, ja. Perfekt. Und direkt noch mal einen hinterher. Naja, dürfte nicht so stark sein. Ja, gut. Zieht natürlich auch noch viel ab. Aber ein leckeres Kadabra, dazu sage ich nicht nein. Der Biss hat auf jeden Fall geschmeckt. Perfekt. So, ein Pokémon hast du wahrscheinlich noch. Läuft. Genauso wollte ich es doch. Toxiquark. Oh Gott. Ja, keine Ahnung. Wir kämpfen erstmal weiter. Ich hasse dieses Pokémon. Das auch allgemein Gift-Pokémons hasse ich. Kann gut sein, dass der Walzer sehr effektiv ist. Ah, okay. Schade. Gar nicht effektiv. Ja, genau. Kuss, Bigifass. Naja, jetzt bin ich ja in dem Walzer gefangen. Ach, ist doch scheiße. Ach, Mann. Jawohl. Besser das, als wenn ich den Walzer mir jedes Mal einsetzen müsste. Der halt überhaupt nichts bringt. Diese Trockenheit geht mir auch auf den Sack. Der soll mal nicht so dumm tanzen da. Bleib mal ruhig stehen. Ja,
Puh, keine Ahnung. Ich pack Chatterer mal rein. Mit einem Biss, vielleicht auch Biss, dass es effektiv ist. Ah, ne. Kacke. Ja. Ach, komm on, Alter. Ey, dieses Scheißviech. Dieser Scheiß. Ach, Kacke. Ist doch gar nichts hier. Scheiß Kröte da oder was auch immer das ist. Nach jeder Runde Trockenheit. Ja, leck mir die Nüsse. Erdbeben vielleicht? Come on. Jawohl, da ist doch die effektive Attacke. Ich wusste doch, irgendeine Attacke war doch sehr effektiv dazu. Ach, ein Glück. Muss ich mir nun behalten irgendwie. Hundemann 35. Wurde auch Zeit. Gegenstoß. Gucken. Was ist Gegenstoß? 50. Anwender lädt die Attacke auf. Handelt das Ziel vor dem Anwender, verdoppelt sich die Stärke der Attacke. Nee, nicht bald bis lieber. Besser ist es. Bronze. Ja, da können wir gleich direkt das Hundemorn weiter einsetzen. Ja, wo ist es denn da oben? Ich dachte, er hätte nur zwei Pokémons gehabt. Okay, dann habe ich mich da versehen. Wurzel. Ach, gegen den. Das war auch ein bisschen Psycho, glaube ich. Stahl-Psycho, irgendwie sowas. Aber guck mal, wir haben 4 effektive Attacken. Direkt in Inferno raushauen. Boah. Dein Ernst. Ich mag das Brunzel nicht. Jawohl. Ach, Mist. Komm, letzte Mal jetzt hier. Jawohl. Hoffentlich war das jetzt auch das letzte Pokémon. Jupiter, du kannst mir nichts. Saturn meine ich. Du bist stark. Jetzt verstehe ich, wie du uns solchen Widerstand leisten kannst. Danke für dein Cash. Selbst ich, ein Commander, kann uns gerade mal etwas Zeit verschaffen. Aber das ist doch schon in Ordnung so. Ein Kind wie du wird es ohnehin niemals schaffen, gegen den Strom der Zeit zu schwimmen, ohne unterzugehen. Haha, was du nicht sagst. Ja, ja, später, früher oder später, sieht das eh. Team Galactic wird die 3 Pokémon fangen, die in den 3 Seen schlummern. Und mit ihren Kräften werden wir ein vollkommen neues Universum erschaffen. Mars sollte mittlerweile das Pokémon vom See der Wahrheit gefangen haben. Ja, nicht mit der Bekanntschaft von unseren 3 Kollegen. Von Barry und dem Handlanger des Professors. Das glaube ich eher nicht. See der Kühnheit. Ich glaube, das war mein See. See der Kühnheit. Ja, ich glaube, hier unten rechts in der Ecke war unser Anfang des ganzen Spiels. Oh no. Anstelle unserer Bosses werde ich dir für deinen Widerstand eine Abreibung verpassen. Jetzt wollen die alle kämpfen auf einmal. Wohin wollen sie nicht kämpfen? Ach ey, ihr seid doch echt Luschen. Ja. Genau wie dein Bruder Toxiquark wird jetzt auch zunichte gemacht. Mit Erdbeben. Bam. Haut komplett weg. Genau, gib ihm. Papinella. Ah, das Käfer-Pokémon. Komm, Hundemon direkt mit reinpacken. Dann
so ein Schmetterling, glaube ich, ist das. Yeah. Feuerzahn, rein damit. Friss mal so einen schönen, leckeren Schmetterling. Schmeckt doch bestimmt. 42 läuft hier mit den Leveln. Also Willy, Budox, auch das Schmetterling. Die dann direkt drin bleiben hier. Ulumon. Du machst das. Ja, oder Käferviech, wie auch immer. So ein Motto oder so sieht das aus. Ach, er läuft hier wirklich Level für Level. Nice. Jetzt war ich es, der eine Abreibung kassiert hat. Yep. Das siehst du richtig. Gegen ein Kind kommt halt niemand voran. Gegen dich will ich jetzt nicht kämpfen. Perfekt. So, wo geht's jetzt nochmal lang? Hier ging's nicht lang. Ja, okay, hier war alles abgesperrt. Und die will wahrscheinlich auch kämpfen. Aber da habe ich jetzt keine Bock drauf. Ich bin schon echt hochgelevelt, finde ich. Gut. Mal gucken, was jetzt passiert. Oder wo wir jetzt genau hin müssen. Sieh nach, was am See der Wahrheit vor sich geht. Karte öffnen. Okay. Ah ne, da sind unsere Anfänge gemacht worden. Ah ja, okay. Also hier nicht. Da drüben. Bei See der Wahrheit. Okay, ja dann Zweiblattdorf. Dann fliegen wir dahin. Oh. Dahin fliegen. Ja. Yep. Genau dahin wieder, wo halt die Folge 1 aufgenommen worden ist. Bei uns zu Hause in dem Zweiblattdörfchen. So, direkt mal lunchen gehen. See der Wahrheit. Wahrscheinlich auch. Ah, der Professor. Oh, Moreno. Gut, dass du da bist. Diese Schurken von Team Galactic sind hinter dem legendären Pokémon her. Du musst Lucius helfen. Aber ganz schnell. Ja, super. Perfekt. Aber der Doppelkampf. Unsere Aufgabe ist es, dich hinzuhalten. Und diesen Job erledigen wir jetzt. Um der Welt Frieden zu bringen, müssen wir sie zuerst beherrschen. Naja, ihr nicht. Ihr nicht. Ihr ganz bestimmt nicht. Jawohl, Hundemon ist oben. Perfekt. Katapult auf Schaloko. Ah gut, ich würde es vielleicht auf Charmian machen, so dass ich den Feuerzahn auf Schaloko machen kann. Ich glaube, das ist ein bisschen sehr effektiver. Right. Ich liebe Doppelkämpfe. Aber Team Galactic hasse ich. Die sind ja nur verstreut. Ach komm. Sehr geile Attacke, aber leider nicht effektiv. Meine wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel, aber sie macht's. Schauen wir auf jeden Fall K.O. Erdbeben. Scheiße. Alle drei. Dampfwalze auf. Ach, auch alle drei. Ach, come on, ey. Machen wir es so. Ich will ja mein eigenes Pokémon nicht mit in die Scheiße reiten. Aber ich glaube, das klappt auch so. Schade. Perfekt. So sollte es sein. Jo, das Gift, das sieht aber auch heftig ab.
Oh Gott, nochmal? Noch zwei Pokémon? Alter, die gehen mir ja auf den Sack. Dreimal Charmian einfach. Naja. Eine leckere Katze zum Nachmittag ist doch auch was Schönes. Ach Gott, ja gut. Unumon ist eh jetzt schon einmal vergiftet. Komm mal wieder runter auf den Boden der Tatsachen, Golbert. Sauber, endlich sind sie besiegt. Verlieren war auch Teil meines Jobs, das zu sagen, hilft. Nein, du bist zu jung, um das zu verstehen. Ach, ich glaube nicht. Ich verstehe so einiges. Also so einiges, dass Team Galactic echt scheiße ist. Gut, der nächste Doppelkampf, auf geht's. Ich befördere dich und deine Pokémon in die Erdumlaufbahn. Wir bekommen einen ordentlichen Bonus, wenn diese Mission dann erfolgt wird. Ja, das glaube ich. Aber sie wird sowas in die Hose gehen, das könnt ihr mir glauben. Ach, wenigstens 4 Pokémons nur anstatt 6. Aber naja, ich habe ein gutes Team hier mit Hunumon und Georock. Die beiden sind ein sehr, sehr gutes Team gegen Galactic. Ein Papinella und ein Feuerzahn auf Sturkapu. Ja, okay. Aua, das tat ein bisschen mehr weh. Aber Papinella kommt jetzt auch wieder auf den Boden der Tatsachen. So leicht mache ich euch das wieder nicht. Boah, der Gift zieht einfach 12 HP ab. Erdbeben kann ich nicht machen. Aber den Tiefschlag, nee, nicht Tiefschlag, machen wir den Biss auf Stukapu. Perfekt. Ah, die geile Heimzahlung wieder. Schade, hätte das nicht auf Georock sein können. Ah, Mist. Schade, das Hunumon, was ich sehr gut leveln müsste eigentlich. Aber gut. Dafür haben wir ja Beleber. Beleber kommt dann gleich wieder zum Einsatz, wenn ich es halt nicht vergesse. Ich hoffe nicht. Ja, wen haben wir denn noch so ziemlich niedrig? Hm, Bilifas eigentlich. Na gut. Ja, dann nehmen wir Sword rein. Passt schon. Also wirklich, Team Galactic und Charmian, die sind so. Oder so. So. Galabult, Charmian kriegt erstmal einen Stein auf den Kopf. Nahkampf. Oder er wird eingedrescht von Staraptor. Kannst du dir aussuchen, Charmian. Super. In meinem Kopf gibt es auch eine Umlaufbahn. Alles dreht sich im Kreis. Ich bin untröstlich. Hm. Aber schön, dass sie mir immer so viel Cash da lassen. So, dann gucken wir mal in unserem schönen Beutelchen rein. Nach vielleicht einem Beleber. Oder vielleicht 21 Beleber. Und das Hundemorn erstmal direkt aufpäppeln. So, was haben wir denn noch hier? Ein Supertrank. Oh ja, einen Supertrank könnte ich auch mal dem Hundemon geben. Okay, perfekt. Ja. Dann auf geht's. Dein Anblick weckt schlimme Erinnerungen. Ich meine den Vorfall beim Windkraftwerk. Meinetwegen habe ich eine ganze Menge Ärger am Hals. Was siehst du mich denn so verwundert an? Du erinnerst dich doch mit an mich oder etwa nicht. Ach, dann will ich dein Gedächtnis mal ein wenig auf die Sprünge helfen.
Ich bin Mars, Allgemeiner von Team Galaktik. Stark und wunderschön zugleich. Was hast du denn hier zu suchen? Willst du etwa die Heldin spielen und deinen Freund retten? Natürlich, dafür bin ich doch da. Deine nicht Sache, keine Chance. Dir werde ich es schon zeigen. Ah ja, natürlich. Ich bin die Prinzessin, die mein Freund rettet. Oh ja, natürlich. Ja, perfekt, Golbert. Ach, du musst mal wieder auf den Boden kommen. Ein bisschen zu lange geflogen, was? Deine Flügel sind doch bestimmt auch irgendwann K.O. Dich muss ich mal wieder runterholen. Ja, so nicht, mein Freund. Ach, come on. Natürlich. Ach, Bronzel auch noch. Fuck. Ja, super. Ist ja nicht so effektiv. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich werde auch mal eben schnell das Pokémon wechseln. Von vorne. Ja, da habe ich doch schon lieber 3 Charmians oder so. Nicht so ein scheiß Bronzel immer. Komm, wir hauen mal den Tiefschlag raus. Der sollte wahrscheinlich gut effektiv sein. Oh, komm, Mann. Warum muss denn da dann sehr effektiv stehen? Ach, Kacke. Die Verteidigung ist auch noch hoch. Scheiße. Ja, wenn ich Inferno raushaue, dann wird die Attacke wahrscheinlich verfehlen. Und bei Feuerzahn, keine Ahnung, nur die Hälfte an KP. Na komm, wir müssen es probieren, auch wenn ich verwirrt bin. Jawohl. Habe ich mir gedacht. Das ist echt ja, perfekt. Verbrennung hilft auf jeden Fall. Noch höher die Verteidigung. Holy. Also noch geht's dir gut, Bronzel, oder? Ja, auf dich. Hilft die Verbrennung. Komm, Feuerzahn. Jetzt aber richtig. Ja, perfekt. Also die Verwirrung, die ist ja mal richtig geil. Ja, läuft. Und jetzt ist die Verwirrung wahrscheinlich aufgehoben. Und wir haben gute Chancen. Jawohl, ach Mann, ich könnte auch Wahrsager werden, ganz ehrlich. Wahrsager Moreno. Bei mir kriegt er die Zukunft vorausgesagt. Sagt mir einfach Bescheid, ich mache euch Termine und dann geht das schon klar. Gut, wir müssen das Pokémon wechseln. Georock ist da am besten zu. Bald heißt mein Kanal einfach Wahrsager Moreno. Perfekt. Dann seht ihr bei mir so eine Kugel, überall so Tarotkarten, hinter mir so einen blauen Vorhang. Wenn ihr das seht, seid ihr bei mir richtig. Okay, Katapult. Komm, auf den Boden. Nichts mit Kehrtwende. Willst du mich verarschen? Super, ja. Die Entwicklung von Dingens hier, von der einen Katze. Charmian. Was war da denn nochmal sehr effektiv drauf? Oh Gott. Ich glaube, war das nicht Sword? Oder sogar doch Hundemorn? Ja, Sword mit Nahkampf. Rein mit dir, Sword. Verprügel mal ordentlich dieses dicke, fette Sturgast-Katzenviech. Ah, okay, perfekt. Ich dachte, das wäre jetzt sehr effektiv. Also Mars will mich doch echt jetzt verarschen, ne? Einmal hin, einmal hü, einmal hot. Was denn jetzt? Du kannst dich auch nicht entscheiden, wa? Ja, super. Ja, toll. Ach, 70, 60 Stahlflügel. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht effektiv ist. Ja. Scheiße. Schattenzahn. Ja, fick dich. Mann, also echt. Die weiß auch nicht, was sie will.
bleibe jetzt einfach bei Sword. Bevor sie sich wieder anders überlegt. So, wir brauchen jetzt nur noch eine Attacke. Och nö, come on. Du willst mich doch echt wirklich hops nehmen. Also gegen Master kämpfe ich nicht mehr. Also da hast du dich geschnitten. Da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Nee. Nee. Also echt, Junge. Komm, eine Attacke noch. Nur eine. Eine, komm. Geht doch. Warum nicht gleich so? Meine Fresse. Ich brauche doch das Strapdor noch. Ja, jetzt weiterkämpfen. Muss ich noch einen Trank reinmachen? Vor 39 hat das Schnurgast. Ja, komm. Ich brauche noch einen Trank. 60 Punkte hilft nicht. Haben wir noch einen Übertrank vielleicht? Ja, Übertrank. Perfekt. Der Übertrank hilft ja fast auch nicht mehr. Gut. Ich glaube, das soll es jetzt gewesen sein. Ach, dein Heuler. Der Heuler ist von 1980. Genau. Hau das mal ordentlich weg, das fette Viech. Na, jetzt war es das aber mit dir. Jetzt möchte ich auch nicht mehr gegen dich kämpfen. Jawohl, endlich. Ach, immer wieder. Tja. Ich habe schon wieder gegen dich verloren. Zuerst beim Windkraftwerk und jetzt hier am See der Wahrheit. Eine Kommandant von Team Galactic darfst du einen Fehler nicht zweimal unterlaufen. Beruhig dich, Mars. Deine Mission war es, das Pokémon aus dem See zum Hauptquartier zu bringen. Und diese Mission war ein voller Erfolg. Jawohl, ganz genau. Leute, wir ziehen uns zurück. Der Boss erwartet uns bereits im Hauptquartier. Die Pokémon der drei Seen sind auf irgendeine Art und Weise miteinander verbunden. Saturn hat es am See der Kühner so richtig krachen lassen und irgendwie erscheinen dadurch diese Höhle, in der das Pokémon Vesprit schlief. Vesprit ist bestimmt erwacht, um seinen Freunden zu helfen. Das hat uns die Arbeit wesentlich erleichtert. Jetzt haben wir alle drei in unserer Gewalt. Vesprit, das fühlende Wesen. Turbuz, das starke Wesen. Sowie Selfe, das wissende Wesen. Ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, was Team Galactic für euch vorbereitet hat. Ah, verstehe. Team Galactic hat also auch das legendäre Pokémon vom See der Kühnheit entführt. Ihr beide habt es mit einer Gruppe skrupelloser Krimineller aufgenommen. Ein Glück, dass ihr unbeschadet davon gekommen seid. Doch was mit dem See der Stärke, ob Barry in Sicherheit ist? Ja, das weiß ich nicht. Da werden wir auch wahrscheinlich jetzt die nächste Folge mal vorbeischauen. Was der Barry natürlich wieder für einen Unfug treibt. Ich hoffe, der hat das richtig gemacht. Aber da wird sich wahrscheinlich Team Galactic auch wieder aufhalten. Deswegen, nächste Folge, Team Galactic Folge. Wir sehen uns. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich es mich natürlich freuen. Wenn du deinen dicken, dicken Daumen da lässt, würde ich mich natürlich freuen. Wenn du neu auf meinem Kanal bist und keine weiteren Pokémon-Folgen, wie zum Beispiel Legenden Arceus, Poco-MMO oder vielleicht auch Strahlender Diamant zu verpassen, dann drück doch gerne auf den roten Abonnieren-Button. Würde mich mega, mega freuen. Wir sehen uns dafür in der nächsten Folge. Tschö mit Ö, euer Bruno. Bleibt gesund.